Eigentlich reicht ein Scoop, da sind schon 3 Gramm Leucin drin, aber du brauchst auf jeden Fall mindestens 2. Nein. Das ist zu wenig. Ich würde immer sagen, steht immer so eine schöne Verzehrempfehlung drauf. Nehmen Sie 2 Kapseln, deswegen nämlich 12. Das bedarf jeden Tag 500 Kilo Eiweiß. Also, kleiner Tipp von mir. Servus, herzlich willkommen bei diesem Video. Das ist Vadim Brik, der noch 16-jährige jugendliche russische Mutant. Was nochmal? 16. Das ist gelogen. Sieht aus wie 60. Und ich bin Johannes Lukas. Johann. Wie heißt er? Hab ich schon nie gehört vorher. Also, halt's Maul. Wir haben einiges zu besprechen. Vor allen Dingen auch das Thema Sport. Und das finde ich geil. Das sind wir auch schon beim Thema. Anabole Steroide. Du hast ein Riesentalent körperlich, aber die Frage ist, was ist hier drin los? Naja, ich glaube, wir können ja alle nur trainieren und fressen. Mehr geht nicht, hä? Hörst du auf Leute, die sich auskennen, anstatt schwer und falsch, vernünftig und mit System? Boah, Alter. Vernunft verliert, ja. Bisher hast du nur schwer und falsch trainiert. Sehr gut. Was willst du mehr? Das will ich dir aus. Alter, ist der doof oder was? Ist schon ein bisschen traurig, ja. War schon ein bisschen enttäuschend alles. So viel Dummheit, wie in der Menschheit frei rumläuft, ist echt faszinierend. Johannes? Hör auf. Ich kann es auch gleich lassen, ja? Erste Übung heute, Klimmzüge. Übungen, die niemand braucht. Ich krieg's nicht hoch, guck. Also, es funktioniert nicht. Du hast einen massiven, fleischigen Rücken, den ich gerne hätte, wahrscheinlich jeder von euch gerne hätte. Naja. Mag ich so ein bisschen in Zweifel stellen. Habe ich einen besseren. Du wirst im Frühjahr 2023 auf die Bühne gehen, bei den Jugendlichen in der Jugendklasse starten. Das kannst du vergessen. Das ist unmöglich. Warum? Bob Ciccarello macht mit. Gewinne kannst du das Ding eh nicht. Macht keinen Sinn. Und ich will wirklich, dass du bei Gesamtsiegerstreche stehst und auch den Männern das Leben schwer machst. Um nicht zu sagen, ich will eigentlich gewinnen, auch bei den Männern. Das heißt, du sollst dir beim ersten Wettkampf eine Pro-Card holen, Alter. Also wie gesagt, fürs rausgeschmissene Zeit kannst du knacken, ja? Ich hab richtig Bock, ich hab große Fresse. Pass da auf. Sonst klatschen die dir noch eins in die Fresse. Ich bin ganz ehrlich. Und ganz gut, der Bub, ne? Wenn es bedarf, noch mehr anabole Steroide für Muskelaufbau. Du hast Ansage gemacht, du willst nicht unter 100 Kilo kommen. Ja, sonst fühle ich mich zu schwach. Sehr, sehr gut. Finde ich das absolute Perfekte. Da kommen wir auf einen guten Weg, ja. Ja, bleib vorne mit dem Oberkörper. Bleib vorne mit dem Oberkörper. Ohne nach hinten zu gehen, nur über die Schulter bitte. Das ist doch gar nicht wahr, was ist jetzt so viel Bullshit? Schwung ist auch eine Technik. Mach schwer und gib ihm. Hey Vadim, wo gibt's eigentlich die besten Subs der Welt? Natürlich bei Ultimate Nutrition. Nehme ich schon seit mittlerweile 8 Jahren die Produkte. Was Ultimate Nutrition anbietet, kann ich immer nur empfehlen, weil diese Produkte auf jeden Fall 1A koordiniert sind und auch 1A mit Top Nährstoffen und Top Rohprodukten hergestellt worden sind aus den USA. Wenn man mit 16 125 Kilo wiegt, hat selbst Paul gesagt, dann kann man sich schon mal die Frage stellen, ob er stofft. Warum? Das ist ganz normal. Wer mit 16 stopft, hat komplett die Kontrolle über sein Leben verloren. Finde ich richtig, einfach richtig dumm. Also ultra dumm. Ich vertraue dir, aber muss natürlich sagen, 1% bleibt übrig. Das heißt, zu 99% bin ich mir sicher, dass du nichts nimmst. Du bist jetzt offiziell beim GmbF angemeldet, wenn das Video rauskommt. Alter, das ist wie ein Behinderten-Olympiade, ja. Bringt null. Wenn ich beim GmbF angemeldet bin, dann muss ich ja Nelly sein. Weil man kann nur nicht raus starten. Ja, und ich bin der Weihnachtsmann. Es ist ja so. Anabolika macht impotent. Ich werde Vater, der Ronny ist es. Also haben wir nie was genommen. Wer will Kinderschokolade? Wer will Kinderschokolade? Wer will Kinderschokolade? Wer will Stanozolol? Wer will Kinderschokolade? Wer will Stanozolol? Snickers?